Ich bin jetzt endlich angekommen und zwar habe ich euch mitgenommen. Ich weiß noch gar nicht, wie der Ort heißt. Auf jeden Fall heißt es Gut Ulrichhusen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in der Nähe der Ostsee sind. Und zwar bin ich auf dem Zalando Summerhouse Weekend und wir haben hier verschiedene Workshops in einer Gruppe von Bloggern und YouTubern in verschiedenen Bereichen. So wie es aussieht, werden wir auch Sport machen und einfach sehr viel erleben und ich hoffe, eine sehr, sehr gute Zeit haben. Wir sind gerade angekommen und es ist so ein schöner Ort. Das ganze Gelände ist super, super schön. Die haben sich total Mühe gegeben. Und ich dachte ehrlich gesagt, dass wir irgendwie in so einer Jugendherberge oder so landen, in Gruppenzimmern oder so. Aber wir sind hier jeder in einem eigenen Zimmer mit eigenem Bad. Das Zimmer ist super schön, super groß und sehr, sehr sonnig und total süß so. Ländlich einfach eingerichtet, ein richtig schönes Bad und ganz schöne Details einfach mit richtig coolen Duschgel und Sportoutfit und Pinsel und allem möglichen. Ich muss jetzt nochmal schauen, was hier überhaupt alles drin ist, aber ich bin sehr, sehr gespannt, was noch kommt. Wir haben gerade einen Workshop gehabt mit der Gemma und das Ganze hat irgendwie draußen stattgefunden, richtig süß auf so, wir saßen im Prinzip nicht auf Heuballen, aber so in etwa, Quadern aus Heu und ganz, ganz schön umgeben von Blumen. Dann hatten wir gerade noch so ein paar Decken, die wir uns einkuscheln konnten und jetzt haben wir ein paar Fotos gemacht, machen uns jetzt ein bisschen fresh. Und dann gibt es hoffentlich ganz bald Abendbrot. Morgen, Desi und ich sind aufgestanden und zum Workout gegangen. Und zwar war das ein Workout mit Nike zusammen. Und wir hatten wieder so ein Bear Strength Workout, aber das war diesmal eher bezogen auf Yoga. Und wir sind jetzt fertig und jetzt wird erstmal sehr lecker gefrühstückt mit Brötchen. Ich glaube, es ist selbstgemachte Marmelade, Green Smoothie, einem Sojalatte und Granola, glutenfrei. Und ich glaube, es ist sogar selbstgemachter Quark und Joghurt und so. Sehr lecker bestimmt. Wir hatten jetzt den ersten Workshop über Nachhaltigkeit und heute beschäftigt sich alles mit dem Thema Natur und wir haben jetzt so einen kleinen Reitausflug gemacht zum Schloss Ulrichshusen und sind jetzt hier am Wasser und entdecken einfach so ein bisschen die Natur und was man damit im Prinzip alles machen kann und dass man keine Wand braucht, kein Studio, um irgendwie das schöne, perfekte Foto irgendwie zu machen oder einen schönen Videohintergrund zu haben. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Es ist halt super ruhig hier. Also man kann richtig gut entspannen. Heute Morgen schon mit dem Yoga angefangen, wo man irgendwie am Ende 10 Minuten nichts gemacht hat. Und das war einfach so entspannend. Also man ist wirklich hier absolut tiefenentspannt und kann sich halt auch total gut konzentrieren auf das, was so auf einen einprasselt.
Wie ihr sehen könnt, sehe ich jetzt ein bisschen anders aus. Und zwar haben wir jetzt die Aufgabe bekommen, uns zum Thema Natur irgendwie ein Fotoshooting auszusuchen mit einem ganz bestimmten Thema, Outfit, Make-up-Haare. Und ich habe jetzt hier, wie ihr sehen könnt, so ein bisschen Big Hair und so Zöpfe gemacht und so ein bisschen Waldfee-mäßig mir das überlegt, auch ein komplett grünes Outfit an und ich bin schon gespannt, wie das Foto wird. Die anderen werden gerade noch zurecht gemacht. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Wow, so beautiful. Vom Zalando Summer House und auf dem Weg nach Ingolstadt. Ich bin gerade in München, schon wieder. Und es geht gleich in das Outlet Village in Ingolstadt, wo ich letztes Jahr auch war. Ich bin jetzt in Ingolstadt Village angekommen und wir haben schon ganz, ganz viele schöne Taschen gesehen. Und gleich geht es los mit dem Programm und dann werden wir ein bisschen erfahren, was für Taschen es hier gibt und welche Art und wer welche Lieblingstasche hat. Und es ist richtig, richtig schönes Wetter und ich freue mich schon nachher ins Village zu gehen. Aber ich habe schon, also an die 100 Taschen bestimmt. Wenn man dann, also ich habe so zwei Schubkästen, habe ich sagen lassen, von meiner Freundin, die da hinten ist. Zwei Schubkästen mit Klappe, so Klatsche, so Abendtaschen. Und dann halt. Ich habe noch ein kleines Zimmer da hinten. Also an Haken habe ich dann so die ganzen Umhängetaschen, die ganzen Kunstbodybags. Dann habe ich immer so zwei, drei größere Shopper, die ich halt so für mein Day-to-Day, wenn ich so unterwegs bin, irgendwie mitschleppe, alles reinschmeiße. Wir haben jetzt ein bisschen gequatscht und auch so ein bisschen uns unterhalten darüber, was man alles so in seiner Tasche trägt oder auch nicht. Und dass wir irgendwie alle so ein bisschen Lippenprodukte haben. Ich horte ja irgendwie sowieso alles wirklich in meiner Tasche befinden sich gerade, glaube ich, ungefähr 3 Lippenstifte und 2 Lipglosse und sowieso überhaupt. Es war also ganz witzig, darüber so in der Runde zu sprechen, dass wir irgendwie alle das Gleiche mit uns rumschleppen. Jetzt bin ich im Village und es ist wie immer sehr, sehr schön. Sehr schönes Wetter, alles sehr schön grün. Und ich habe ein bisschen, ich fühle mich ein bisschen krank. Ich glaube, ich werde mir irgendwie jetzt was zu trinken holen. Einfach das ein bisschen besser, schlucken kann. Und dann geht es auf dem Weg zur Suche nach der perfekten Tasche. Ich war gerade bei Fola und habe zwei sehr, sehr schöne Sachen gesehen, zwei Taschen. Einmal in so einem puderrosa Ton und einmal in so einem richtig schönen Orange. Und ich habe ja noch gar keine farbigen Taschen. Ich blende euch mal beide ein, aber ich finde sie auf jeden Fall sehr, sehr schön. Was sagt ihr? Ich war eben bei MCM und die hatten dieses Mal richtig, richtig schöne Taschen und Rucksäcke. Ich blende euch das mal ein. So richtig ausgefallen mit Nieten und das hat mir diesmal auch richtig gut gefallen. Und ein Rucksack, der auch gepolstert war an den Trägern, was ich sehr, sehr cool finde. Und dann habe ich aber am Ende so eine orangefarbene Tasche gesehen, die ich richtig schön fand. Ich glaube, die wird's. Ich laufe wieder zurück. Ich habe alle Läden durchforstet und ich habe mich in die MCM orangene Tasche verliebt. Also wird die jetzt mitkommen. So, Shopping ist over. Ich habe gerade noch eine richtig schöne Uhr gefunden von Marc bei Marc Jacobs und die hat nur 93 Euro gekostet, statt keine Ahnung wie viel. Und ja, die ist richtig schön silber. Ich suche schon richtig lange eine silberne Uhr. Ich bin total glücklich und habe jetzt auch meine Tasche von MCM letztendlich doch mitgenommen. Und jetzt geht's ab zum Flieger. Nach Berlin, nach Hause.